Willkommen bei Medizinmann. Am 17. Juli veröffentlichten britische Forscher im New England Journal of Medicine eine bahnbrechende Studie. Das Ergebnis? Ein entzündungshemmendes Medikament senkte bei Patienten mit Coronavirus deren Sterblichkeit um bis zu ein Drittel. Name des vermeintlichen Wundermittels? Dexamethason. Doch was ist Dexamethason? Wie wirkt es? Und was sind die Bedeutungen dieser Studie für die Praxis? Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und lade dich ein, jetzt hier mehr zu erfahren über Dexamethason und seine Rolle im Kampf gegen Covid-19. In diesem Video besprechen wir die Immunveränderungen, die bei Covid-19 auftreten, wie Dexamethason funktioniert, die Ergebnisse der genannten Studie zu Dexamethason sowie was diese Studienergebnisse in der Praxis zu bedeuten haben. Dieses Video ist in Abschnitte eingeteilt, so dass ihr, falls ihr mit einem Abschnitt schon sehr vertraut seid, diesen natürlich auch überspringen könnt. Bei ansonsten gesunden Patienten verläuft eine Begegnung mit Coronavirus in etwa so. Es kommt durch das Coronavirus zu einer Immunaktivierung. Jedoch bleibt es nicht bei dieser direkten Stimulation. Sobald das Immunsystem aktiviert wird, kommt es nun in weiterer Folge zu einer Freisetzung von Entzündungsmediatoren, sogenannten Zytokinen. Sinn dieser Zytokine ist es, das Immunsystem stärker zu stimulieren. Es kommt zu einer positiven Rückkopplung, so dass sich ein Verstärkungssystem bildet, was ja in diesem Fall gewollt ist. Wir wollen eine starke Reaktion gegen das Coronavirus erzielen, so durch führt die Aktivierung des Immunsystems an sich zu weiterer Aktivierung. Gleichzeitig wird in dieser Situation allerdings auch eine Inaktivierung eingeleitet. Das mag zunächst etwas seltsam erscheinen. Schließlich haben wir eine Bedrohung, wo wir eine Inaktivierung nicht brauchen können. 14 Tage später ist beim ansonsten Gesunden normalerweise das Coronavirus besiegt. Somit fällt auch der stimulierende Reiz auf das Immunsystem weg. Und die Aktivierung ist nun deutlich schwächer. Und genau in dieser Stelle kommt dieses inaktivierende Signal zum Tragen. Die Inaktivierung wird nun noch weiter verstärkt, so dass dieser Prozess, diese Immunantwort kontrolliert werden kann und das Gleichgewicht des Immunsystems wiederhergestellt wird. Hier wird jetzt deutlich, wie wichtig diese beginnende Kontrolle des Immunsystems, dieses hemmende Signal am Anfang war. Denn falls es dieses Signal nicht gegeben hätte, bestünde die Gefahr, dass dieses System völlig aus dem Ruder gerät, völlig entgleist. Genau das scheint bei manchen Coronavirus-Patienten der Fall zu sein. Hier kommt es zu einer unkontrollierten Immunaktivierung, die sich immer mehr und mehr verstärkt und völlig außer Kontrolle gerät. Die hemmende Wirkung ist also viel zu schwach, um dieses Immunsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sodass auch die Schäden am Organismus viel mehr durch die Immunantwort selbst verursacht werden, als durch das eigentliche Virus. Das Virus gerät also eigentlich viel mehr hier ins Hintertreffen. Es ist dieses außer Kontrolle geratene Immunsystem, was für viele der Komplikationen verantwortlich scheint. Und genau hier kommt das Dexamethason ins Spiel. Das Dexamethason hat nun die Aufgabe, dieses außer Kontrolle geratene Immunsystem sehr stark zu unterdrücken. Es ist ein sehr starkes entzündungshemmendes Mittel, was in hoher Dosierung sehr starke immunsupprimierende Wirkung hat. Also hier wird jetzt klar, dass Dexamethason auf das Virus überhaupt gar keinen Einfluss direkt hat. Im Gegenteil, für das Virus ist das ja eher gut, weil das Immunsystem unterdrückt wird. Das Virus ist in dieser Situation aber gar nicht mehr so das große Problem. Das Immunsystem ist ja sehr, sehr aktiv. Das Problem ist es wirklich, dieses übersteigerte Immunsystem wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Und das ist der Grund, warum man Dexamethason für Coronavirus überhaupt gegeben hat. Wenn ihr solche Informationen interessant findet, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr sofort mit, sobald es neue Videos zu solchen Themen gibt. Und bleibt immer auf dem Laufenden. Was Dexamethason ist,
Dexamethason ist ein sogenanntes Steroidhormon. Die genaue chemische Struktur ist fürs Verständnis nicht entscheidend. Was aber sehr wichtig ist, ist, dass es sich bei Dexamethason um ein sehr stark verwandtes Molekül vom körpereigenen Stresshormon Cortisol handelt. Im menschlichen Körper wird das Cortisol in der Nebennierenrinde hergestellt, wo es vom Cholesterin abgeleitet wird. Das Dexamethason hat sehr ähnliche Wirkungen, hat aber auch einige wichtige Unterschiede durch die chemische Veränderung. Es wirkt deutlich länger. Es hat auch eine deutlich stärkere Wirkung, da es stärker an den Rezeptor bindet. Und es ist auch möglich, dieses Dexamethason in Tablettenform zu geben, sodass es resorbiert werden kann, was natürlich die Verabreichung erleichtert. Zusammengefasst ist Dexamethason eine Art künstliches Superstresshormon, das körpereigene Stresshormon Cortisol nachahmt. Derartige Hormone, Stresshormone, haben eine Vielzahl von Wirkungen. In Bezug auf das Immunsystem überwiegt die starke antientzündliche Wirkung. Also Entzündung wird sehr stark unterdrückt. Das geschieht durch viele Mechanismen, ist ein komplexer Vorgang, aber ein sehr wichtiger Mechanismus in hoher Dosierung ist, dass ganz einfach Immunzellen in den Tod geschickt werden. Das macht man sich auch zum Beispiel bei der Krebstherapie zunutze. So wird zum Beispiel bei Lymphomen häufig eine hohe Dosierung von entweder Dexamethason oder verwandten Medikamenten verabreicht. Das ist ein Mechanismus, wie Dexamethason gerade in hohen Dosierungen das Immunsystem runterreguliert. Diese Substanzen, also Cortisol und Dexamethason, gehören zur Gruppe der sogenannten Glukokortikoide. Das sind diese Stresshormone, die normalerweise in der Nebennierenrinde produziert werden. Hier ist ein Schema, wie diese wirken. Wie ich erwähnt hatte, sind diese sehr ähnlich dem Cholesterin und sind also sehr fettlöslich und haben damit die Eigenschaft, sehr einfach durch Zellmembranen hindurch zu gelangen. Sie können sich also sehr einfach überall im Körper ausbreiten und in Zellen hineingelangen. Die Rezeptoren sind dann im Zytosol der Zelle. Sie verbinden sich dann mit den dortigen Rezeptoren. Als nächstes wandert dieser Komplex aus dem Stresshormon und dem Rezeptor in den Zellkern. Dort bindet dieser Komplex an die DNA und beeinflusst damit, wie die Erbinformation abgelesen wird, also welche Gene diese Zelle aktiv exprimiert. Das dauert einige Stunden und damit sind die meisten Wirkungen dieser Art von Stresshormonen auch verzögert. Es ist eine langsame, verzögerte Stressreaktion durch diese Gruppe der Glukokortikoide. Ganz im Gegensatz zu den schnellen Stresshormonen, wie zum Beispiel Adrenalin. Wenn euch diese Systeme der Stressantwort im Detail interessieren, empfehle ich euch die Videos zur Nebenniere, wo im Detail auf diese Funktionsweise dieser Systeme eingegangen wird. Besprechen wir nun Aufbau und Ergebnisse der Recovery-Studie. Bei der Recovery-Studie handelt es sich um eine sogenannte randomisierte Studie. Das bedeutet, dass die Zuordnung der Behandlung für den jeweiligen Patienten rein zufällig erfolgt ist. Das hat den Vorteil, dass bestimmte verfälschende Faktoren eliminiert werden, sodass ein beim Vergleich dieser Gruppen mit höherer Sicherheit davon ausgegangen ist, dass eventuelle Unterschiede wirklich nur durch diese zufällig zugeteilte Behandlung erfolgt sind und nicht durch irgendwelche anderen verfälschenden Faktoren. Ein weiteres Merkmal der Recovery-Studie ist, dass es sich um eine sehr große und einfach designte Studie handelt. Einfach aufgrund der schieren Menge an Patienten innerhalb dieser Studie ist es aus logistischen Gründen notwendig, eine sehr einfache Intervention durchzuführen. Bei dieser Studie wurden etwa 10.000 Patienten, die hospitalisiert für Coronavirus waren, zufällig zwei Gruppen zugeteilt. Die erste Gruppe erhielt 6 Milligramm Dexamethason täglich für bis zu 10 Tage oder bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus. Die zweite Gruppe enthielt normale Behandlung und diente als die Kontrollgruppe. Und als Ergebnis wurde geschaut auf die Sterblichkeit nach 28 Tagen. Nach 28 Tagen wurde verglichen die
Prozentzahl der verstorbenen Dexamethason-Patienten verglichen mit der verstorbenen Prozentzahl an Kontrollpatienten. Und hier sind die Ergebnisse. Insgesamt verstarben bei den Kontrollpatienten 25,7% der Patienten in dieser Studie. In der Dexamethason-Gruppe sank die Sterblichkeit auf 22,9%. Hier sind diese Werte grafisch dargestellt. Das ist eine sogenannte Kaplan-Meier-Kurve. Also auf der X-Achse nach rechts seht ihr die Zeit in Tagen seit Beginn der Studie für den jeweiligen Patienten. Im Laufe der Zeit steigt für beide Gruppen die Mortalitätsrate an auf etwa 20-30%. Man sieht aber klar, dass die Dexamethason behandelte Gruppe nach unten verschoben ist, sodass am Ende ungefähr eine 3%ige Reduktion der Sterblichkeit erzielt worden ist. Aus dieser Differenz lässt sich die sogenannte Number Needed to Treat errechnen. Das ist die Menge an Patienten, die statistisch mit Dexamethason behandelt werden müssten, um ein Patientenleben zusätzlich zu retten. Es ist natürlich vollkommen unmöglich für den einzelnen Patienten zu sagen, wie viel er nun von dem Dexamethason profitiert hat, aber rein statistisch ist, dass ungefähr 36 Patienten Behandlungen zu einem zusätzlichen Überleben führen, was für ein derartiges Medikament sehr gut ist. Bei den kränksten Patienten, die auf künstliche Beatmung angewiesen waren, war der Unterschied am deutlichsten. Hier der gleiche Kaplan-Meier-Plot. Und hier ist der Unterschied zwischen Dexamethason und Kontrollgruppe noch viel deutlicher, sodass hier die Number Needed to Treat auf 8-9 Patienten absinkt. Hier hat das Dexamethason also einen deutlich stärkeren Vorteil noch als im Durchschnitt. Ein entgegengesetztes Bild zeigte sich jedoch bei den leicht erkrankten Patienten, die zu Beginn gar nicht auf Sauerstoff angewiesen waren, also komplett normale Raumluft atmen konnten. Hier starben 14% der Kontrollpatienten, wohingegen in der Dexamethason-Gruppe 17,8% starben. Hier lässt sich rein mathematisch nun auch eine Number Needed to Harm berechnen. Also für 26 Patienten, die keinen Sauerstoff benötigten und mit Dexamethason behandelt worden sind, gab es einen zusätzlichen Todesfall. Die Tatsache, dass ein höherer Prozentsatz an Patienten in der Dexamethason-Gruppe mit leichter Erkrankung verstarb, führt natürlich zur Befürchtung, dass Dexamethason in diesen Patienten schädlich sein könnte. Das ist mit dieser Studie aber so leicht nicht zu beantworten. Hier sieht man eine Darstellung dieser drei Gruppen für die berechneten Werte und zusätzlich mit einem sogenannten Konfidenzintervall. Das Konfidenzintervall ist für alle drei Gruppen dargestellt und bezeichnet den Abschnitt, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wahrer Wert, der in so einer Studie berechnet wurde, liegt. Es liegt halt daran, dass mit einer Studie immer eine Stichprobe genommen wird und statistisch gesehen jede Stichprobe immer mit Ungenauigkeit behaftet ist. Es zeigt sich für die mechanisch beatmeten Patienten eine deutliche Reduktion. Das gesamte Konfidenzintervall spricht für eine verringerte Sterblichkeit. Ebenso für die sauerstoffpflichtigen Patienten, Oxygen Only, auch für die Patienten insgesamt, All Patients. Für die letzten Patienten, die keinen Sauerstoff benötigten, ist die Interpretation viel schwieriger. Wie ihr seht, ist das Konfidenzintervall sowohl im Bereich Usual Care Better, was bedeuten würde, dass das Dexamethason schadet. Es geht aber auch in den Bereich Dexamethason Better. Dieses Ergebnis lässt nicht die Interpretation zu, dass Dexamethason schadet, aber es zeigt auch nicht, dass es hilft in diesen Patienten. Wie sind diese Ergebnisse zu interpretieren? Nun ja, möglicherweise hängt die Effizienz dieser Gabe des Dexamethason ab, von welchem Zustand das Immunsystem zu dem Zeitpunkt der Verabreichung ist.
Hier ist nochmal ein anderes Modell, das die Entwicklung von verschiedenen Phasen bei Coronavirus-Infektion darstellt, wo es von einer Viral Response Phase und dann von einer inflammatorischen Phase gesprochen wird. Und ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie scheint es so zu sein, dass eine Verabreichung innerhalb dieser inflammatorischen Phase sehr hilfreich ist, etwas schwächerer inflammatorischer Phase auch noch gewissen Vorteil hat. Aber je leichter dieser Patient erkrankt ist, desto fraglicher der Nutzen wird. Was sehr gut mit dem Modell vom Anfang einhergeht. Wenn keine starke Entzündung vorliegt, dann ist es natürlich nicht vorteilhaft, das Immunsystem zu unterdrücken. Wir brauchen das Immunsystem ja für die Kontrolle des Coronavirus. Insgesamt unterstützt diese Studie die Hypothese, dass manche Corona-Patienten eine übersteigernde Entzündungsreaktion entwickeln, die eher schadet als nutzt. Basierend auf dieser Studie ist der Einsatz von Dexamethason bei beatmungspflichtigen Patienten sehr hilfreich und reduziert die Sterblichkeit deutlich. Bei den leichter erkrankten Patienten ist jedoch kein Nutzen nachweisbar und möglicherweise ist eben eine Behandlung mit Dexamethason sogar nachteilig. Als Fazit: Die Gabe von entzündungshemmenden Medikamenten ist bei Coronavirus hilfreich, unter der Voraussetzung, dass es zuvor eine unkontrollierte Entzündungsreaktion gab. Das zeigt, dass für die Behandlung von Coronavirus, wie in vielen anderen Behandlungen, eine individualisierte Therapie sehr wichtig ist. Das ist natürlich kein Kritikpunkt an dieser Studie. Für eine derart große Studie muss ein sehr einfacher Behandlungsplan erstellt werden. Und diese Studie hat ja auch wichtige Hinweise geliefert, die das Modell vom Anfang auch deutlich stützen. Einer der nächsten Schritte wird sicherlich sein, zu schauen, ob bestimmte Entzündungswerte hilfreich sind in der Entscheidung, ob Dexamethason gegeben werden kann. Diese Studie gibt auch Hoffnung, dass dieser Ansatz der Entzündungsmodulation bei Coronavirus generell Hoffnung hat. Es gibt nämlich auch noch viele andere Medikamente, die auf andere Weise versuchen, diese überschießende Immunreaktion abzubremsen. Das heißt, das Dexamethason ist nur ein möglicher Ansatz und auch für diese Medikamente gibt das natürlich große Hoffnung. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass die Sterblichkeit auch mit Gabe von Dexamethason sehr hoch bleibt, mehr als 20% in diesen hospitalisierten Patienten. Aus diesem Grund ist die Eindämmung vom Coronavirus und die Suche nach einem Impfstoff nach wie vor sehr wichtig. Falls euch das Coronavirus mehr interessiert, schaut auch mein Video bezüglich eines möglichen Impfstoffes zum Coronavirus. Wenn euch dieser Content interessiert, abonniert jetzt den Kanal und ihr erhaltet noch weitere Folgen in euren Stream. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmann.